Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauer, heute zu unserem zweiten Online-Konzert aus dem Ellan Lewis. Wir freuen uns, dass Sie auch heute uns wieder treu geblieben sind zu diesem ganz besonderen Abend, zumindest für mich, einer meiner großen Vorbilder, Chet Baker. Dem wollen wir heute die Ehre erweisen und Musik in seinem Stile spielen für Sie. West Coast Jazz at its best. Und ich will gar nicht lange drum herum reden. Ich freue mich, dass ich Kollegen dafür gewinnen konnte, die ich Ihnen auch sehr gerne jetzt vorstellen möchte. Wir haben aus Saarbrücken am Schlagzeug Oliver Strauch. Sie sehen, es alles ein bisschen anders. Niemand applaudiert. Sie applaudieren uns wahrscheinlich. Sie haben ja, Sie kennen alle die Funktion bei YouTube, dass Sie ja Kommentare schreiben können. Da können Sie Ihren Applaus dann kundtun, können wir dann später sehen. Wir haben am Kontrabass aus Stuttgart Joel Locher für Sie heute. Und ebenfalls aus Stuttgart, kein Unbekannter hier im Club wie die anderen auch, Thilo Wagner am Klavier. Viel Spaß mit unserem Chet Baker Tribute-Konzert. Thank you.
Keine 16er. Keine 16er. Soft Winds, im Original eigentlich von Benny Goodman geschrieben. Und Sie hören es ja, ein wunderbarer West Coast Sound, unaufgeregt in den Abend, doch ein wunderbarer Start ins Wochenende für Sie. Und nochmal einen großen Applaus, auch virtuell, für diese großartige Band. Joel Locher am Kontrabass. Thilo Wagner am Klavier. Den sehen Sie meistens mit dem Rücken. Und Oliver Strauch am Schlagzeug. Wir wollen gleich mit einem der ganz großen Hits von Chet Baker weitermachen. Er hat ja selbst keine Musik geschrieben, sondern nur interpretiert. Aber dieser Titel, wie einige andere auch, sind durch ihn weltberühmt geworden. Autumn Leaves. Thank you.
Sicher. Thank you.
Everything happens to me. Ein wunderbarer Titel, der auch durch Chet Baker bekannt geworden ist. Und ein Song, den ich wieder neu entdecken durfte durch Chet Baker, ist You'd Be So Nice to Come Home To. Und den wollen wir jetzt für Sie spielen. Ein Titel aus der Feder von Cole Porter. Viel Spaß.
be so nice to come home to. Cole Porter. Ja, nochmal einen großen Applaus natürlich an diese wunderbaren Kollegen. Thilo Wagner am Klavier, am Flügel heute für Sie, heute Abend an den Endgeräten. Joel Locher am Kontrabass. Und last but not least, Oliver Strauch am Schlagzeug. Ja, der vielleicht größte Hit, den Chet Baker interpretiert hat und zu dem gemacht hat, was er letztendlich geworden ist, ist My Funny Valentine. Und damit wollen wir jetzt gerne weitermachen. Viel Spaß weiterhin.
Ja, ein wunderbarer Song. Es gibt ein ganz bewegendes Album, The Great Last Concert, Volume 1 und Volume 2, gibt es zusammen mit dem NDR-Sinfonieorchester und der NDR Big Band. Chet Baker war die letzte Aufnahme vor seinem Tod. Und wenn man sich das mal wieder anhört heutzutage, da läuft es einem, kriegt man ein bisschen Gänsehaut und läuft einem so ein bisschen den Buckel runter. Es ist sehr bewegend, wie er emotional spielen konnte. Chet Baker. Ja, wir wollen mit einem Titel weitermachen, auch den ich wieder durch Chet Baker kennenlernen durfte. How High the Moon. Viel Spaß. Thank you.
How high the moon? Ja, die Stimmung ist gut. Jedenfalls hier auf der Bühne. Es ist schon ein bisschen ungewohnt, ne? Also überhaupt kein Feedback kommt hier. Herr Rocco und der Daniel, die sind gut drauf hier. Sind natürlich die Einzigen, die das überhaupt hören müssen und dürfen. Ja, wir kommen schon zum letzten Stück. Bevor wir das aber spielen, nochmal ein großes Dankeschön an Sie alle fürs Anschalten, fürs Unterstützen. Und wir hoffen, dass wir uns bald gesund und munter wieder auch live hier im Club begegnen werden und dieses gemeinschaftliche Live-Erlebnis wieder verspüren werden. Denn Online-Konzerne sind gut und wichtig im Moment, uns auch, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu zeigen. Aber sie ersetzen natürlich dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Erlebnis nicht. Und das hoffen wir, dass wir das bald wieder gemeinsam erleben dürfen. Bleiben Sie bis dahin gesund. Nächste Woche geht es auf dem gleichen Kanal hier mit dem nächsten Konzert weiter. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank an Rocco und an Daniel für Sound und Bild. Und wir wollen uns verabschieden mit einem Titel, das Chet Baker, den Chet Baker gespielt hat, von einem Kollegen, von Miles Davis. Miles Davis hat einen schönen Blues geschrieben mit dem Namen Solar und Chet Baker hat ihn in einer tollen Art und Weise oft interpretiert. Damit wollen wir uns verabschieden. Kommen Sie gut nach Hause. Oh, blöd, das ist ein falscher Spruch, gell? Kommen Sie gut nach Hause. Bleiben Sie gut zu Hause, bleiben Sie gesund zu Hause. Wunderbar. Kommen Sie wieder, das wollte ich eigentlich sagen. Und bleiben Sie gesund und haben Sie eine gute Zeit. Bleiben Sie positiv und auf bald. Einen großen Applaus mal für Thilo Wagner am Klavier. Joel Locher am Kontrabass und Oliver Strauch am Schlagzeug. Vielen, vielen Dank. Sola! Kommen Sie gut nach Hause.
Vielen Dank. Oliver Strauch, Joel Locher, Tino Wagner, Thomas Ifling, Place the Music of Chet Baker. Schönen Abend, schönes Wochenende Ihnen allen.